Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Movie Star Planet MSP. Es gibt nicht nur ein neues Set, Leute, für die VIPs, beziehungsweise die, die ein Jahr VIP kaufen, sondern es gibt auch noch ein Mega-Angebot. Und zwar können wir im Sommerausverkauf VIP nicht für 75, sondern für 55 Euro kaufen, Leute. Und wir reden nicht lange drum rum. Ich kaufe mir das jetzt und dann bin ich Star-VIP. Noch dazu, Leute, bekomme ich nicht 885 Diamanten und 120.000 Star-Coins, das hätte ich es beinahe nicht rausbekommen, Leute, sondern 990 Diamanten und 144.000 Star-Coins, weil ich derzeit noch normaler VIP bin. Das habe ich ja geschenkt bekommen von der lieben Stephanie. Und ja, dann bekomme ich sogar noch ein Zuckerl. Und ich persönlich finde das Pad mega süß in der ersten und der zweiten Generation. In der dritten Generation gefällt mir das Pad nicht mehr ganz so gut. Das heißt, ich nehme mal an, ich werde das Pad in der zweiten Generation einfach so lassen, wie es ist. Es ist mega süß und oh Gott, ja, es ist. Jetzt geht los, Leute, es geht los. Und dann haben wir ein Jahr Movie Star Planet Star VIP gekauft. Ich bin so happy, Leute. Das ist wirklich, ich habe ja schon einige Videos dazu geguckt, wie Leute das gekauft haben und die haben alle gesagt, es ist ein besonderer Moment und ja, ich finde auch, dass es ein mega besonderer Moment ist, Leute, weil es ist einfach mega cool und ich freue mich einfach so. Jetzt dürfen wir natürlich noch die Farben ändern und ich möchte gerne braune Haare, glaube ich. Man sieht es nur so mega klein, Leute, ich sehe es kaum. Das ist super schade. Mann, das ist so viel, dass man es wirklich kaum sieht. So vielleicht? 2000 Jahre später. Dann hätte ich gesagt, habe ich mir meine Farben ausgesucht. Ich finde es ganz cool. Ich habe mir braune Haare geholt. Ich habe das alles ein bisschen verändert. Das habe ich so gelassen, sehe ich gerade. Oh nein, vielleicht muss ich da doch noch ein bisschen was ändern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Ja, ich glaube, so gefällt es mir besser. Das sollte vielleicht nicht ganz so heftig sein. Warum ist es jetzt denn schon wieder orange? So gefällt es mir, glaube ich, besser. So ein bisschen, ne? Dann bekommen wir das alles. 990 Diamanten, 144.000 Starcoins. Ich fühle mich gerade mega besonders. Ich hoffe, ich habe die Farben gut gewählt. Die Schuhe habe ich so gelassen, weil ich sie einfach wunderschön so finde, wie sie sind. Und dann drücken wir fertig! Es gibt auch eine neue MSP-App und die würde ich mir auch gerne downloaden. Ich hätte gesagt, ich downloade mir die und dann sehen wir uns gleich wieder in der App. So, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich endlich den Launcher zum Launchen gebracht habe. Ahaha, ich bin wieder sowas von witzig, Leute. Also der Launcher, der war eigentlich easy zum Installieren. Ihr geht einfach auf movistarplanet.de, ihr drückt auf Runterladen, dann macht ihr das automatisch, ihr klickt auf Exe, macht Ja und dann könnt ihr Movie Star Planet schon starten. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, das Ganze aufzunehmen und ich glaube, aber das hat jetzt, glaube ich, ganz gut funktioniert, Leute, und ich bin Star VIP und ich bin automatisch hier Judge und ich kann es überhaupt nicht fassen und ich bin mega gehypt. Und was ich jetzt neu habe, weil ich habe mich immer gefragt, was die Leute erzählen, wenn sie sagen Diamantenpakete und so weiter. Hier oben habe ich jetzt so einen Reiter, da kann ich jetzt Diamantenpakete kaufen, falls mir die Diamanten oder die Starcoins ausgehen sollten oder ich eben neue Items haben will, die in den Shop reinkommen. Ich bin gerade mega happy mit dem, was ich alles habe. Wir ziehen das natürlich jetzt auch gleich noch an und als allererstes hätte ich gesagt, wir gehen in unseren Raum und oh mein Gott, die Grafik ist richtig gut jetzt. Es sieht jetzt richtig gut aus, also im Browser und im Launcher, Leute. Leute, das ist ein kompletter Unterschied. Also ich habe ja einen HD-Monitor und alles und das ist auf jeden Fall ein mega krasser Unterschied, wie ich finde. Und ich sehe gerade, mein Pad ist hier gar nicht mehr drin. Warum eigentlich? Wo ist mein Pad hin? SOS, hier ist es. Also hier ist es noch da. Okay, es buggt alles gerade ein bisschen, Leute. So, wir haben hier das Ei. Unterm Tisch hat sich die kleine Maus versteckt. Jetzt versteck dich doch nicht unterm Tisch. Das macht man doch nicht. So,
dann packen wir es, ich weiß nicht, ob es jetzt hier so hinpasst, wir packen es einfach jetzt mal hier hoch und machen Speichern. Speichern. Dann bekomme ich Fame-Punkte und oh mein Gott, Leute, ich habe 992 Diamanten. Es ist so mega cool, Leute. Es ist so mega cool und ich habe 156.000 Starcoins. Jetzt ist die kleine Glitter auch wieder an der richtigen Stelle. Wir drücken drauf und da ist unser kleines süßes Mäuschen, Leute. Ich flipp komplett aus. Es ist so mega niedlich. Es braucht natürlich noch einen Namen, aber jetzt braucht es als allererstes, Leute, braucht es etwas zu essen. Peanut Butter and Jelly Sandwich bekommt natürlich, dann vielleicht eine Ananas und was möchte das kleine Mäuschen noch? Eine Banane, oder? Das ist doch prima. So, dann geben wir nochmal eine Banane und dann machen wir ein bisschen sauber und sie ist das süßeste. Also ich glaube, sie ist das schönste Pet, das ich jetzt habe. Oder schreibt mir mal in die Kommentare, welches Pet gefällt euch am besten. Ich finde sie mega knuffig. Wir nennen sie Sugar. Falsch geschrieben, Leute. Sugar. Ich hatte mir überlegt, Sugar oder Candy und ich habe mich jetzt beschlossen. Superdeutsch, Sandy. Superdeutsch. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, sie Sugar zu nennen, weil ich sie einfach so mega süß finde. Meine anderen Tiere muss ich heute auch noch versorgen. Jetzt winke ich euch erstmal. Servus. Hallo. Und ich habe vergessen, zu schreiben, dass YouTube an ist. Leute, das machen wir doch jetzt gleich. So, Leute, YouTube ist an. Und, hey, YouTube, schreibt hier schon jemand. Und zwar die Amarinia. Oha, sie möchte mich ja malen. Danke dir. Das ist voll lieb von dir. So, jetzt hätte ich gesagt, machen wir uns mal ein bisschen hübsch. Und zwar ziehen wir unser neues Outfit an. Ich bin mega gespannt. Oha, wir brauchen erstmal das nicht. Wir sehen schon schick aus, ne? So, dann das hier. Wow, das ist eine mega schöne Farbe. Ich bin super begeistert, Leute. Dann, was haben wir noch? Und dann ist es unser fertiges Outfit und da stehen wir. Wir sehen super süß aus. Neuer Style. Und dann brauchen wir natürlich noch unsere kleine Sugar als neues Pet dazu. Und dann sind wir, haben wir uns, ich hätte gesagt, neu erfunden. Und das lasse ich jetzt natürlich erstmal ein paar Stunden, Tage. Ich weiß nicht, ich ziehe mich ja öfter mal um. Und bin einfach mega happy. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie habt ihr euer erstes Mal eigenes VIP-Kaufen empfunden? Ich fand's wahnsinnig cool und habe mich tatsächlich, ehrlich gesagt, mega gefreut. Ich hatte ja einigen von euch schon geschrieben gehabt, dass ich warte, dass mir das Pet eben auch gefällt, dass ich dann so viel Geld eben für MSP ausgebe. Aber ich spiele MSP nicht nur, wenn ich aufnehme, sondern ich spiele MSP ganz, ganz viel auch privat und unterhalte mich mit euch. Ich kriege immer ganz viele Nachrichten. Warum schreibst du mir nicht zurück, Leute? Ich bekomme jeden Tag um die 100 Nachrichten. Ich versuche es wirklich, aber ich kann euch nicht jeden Tag immer zurückschreiben. Das ist einfach zeitlich absolut nicht möglich. Dann hätte ich gesagt, mache ich jetzt noch ein paar Geschenke auf, weil ihr möchtet es immer gerne, wenn ich das auf der Kamera mache. Starlight 1001 hat mir nochmal ein Geschenk geschickt. Dankeschön! Vielen herzlichen Dank. Ich kann leider jetzt gerade nicht in einen Raum kommen, liebe Anna Herz, weil ich mache jetzt noch ein paar Geschenke auf, weil ich habe wahnsinnig viele Geschenke bekommen. Und ich danke euch allen viel, vielmals. Die Lea hat mir wieder Geschenke geschickt. Vielen herzlichen Dank. Black Girl hat mir ein Geschenk geschickt. Dankeschön. Lovenly. Oh mein Gott. Sehr, sehr schön, Leute. Und das einzige Problem, was ich tatsächlich auf MSP habe, ist, dass unglaublich viele Battle-E-Mails schreiben. Das finde ich so ein bisschen anstrengend tatsächlich, weil Leute, bis gerade eben hatte ich selber kein Geld. Und wenn ich 13.000 Starcoins habe, dann werde ich nicht jemanden ein Drip-Top schenken können. Und ich verstehe nicht ganz, aus welchem Grund ich bekomme jeden Tag Minimum 10 solche Anfragen und ich verstehe es
ehrlich gesagt auch nicht. Vielen herzlichen Dank übrigens, Leute. Ich mache jetzt einfach so die Geschenke auf und erzähle ein bisschen was, weil ansonsten muss ich meine Story immer wieder unterbrechen. Ich freue mich über absolut alle Geschenke. Da könnt ihr wirklich sicher sein. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber sonst muss ich die ganze Zeit unterbrechen, was ich gesagt habe. Und wow, süß! Das ist dann natürlich auch immer mega bescheuert. Und diese Battle-E-Mails, ich bitte euch, bitte schreibt mir keine Battle-E-Mails mehr. Auch wenn ich jetzt 156.000 habe. Leute, das ist das erste Mal, dass ich mir VIP gekauft habe. Ich werde jetzt nicht mein ganzes Geld, das ich jetzt mit echtem Geld für 55 Euro gekauft habe, alles komplett raushauen. Wow, perfect theme wedding. Okay, also wir können jetzt heiraten, Leute. Wir brauchen jetzt nur noch einen heiratswilligen Kandidaten. Dann kann ich in MSP auch heiraten, Leute. Vielleicht sollte ich mich in der nächsten Folge aufmachen, einen Freund zu finden. Schreibt immer in die Kommentare, findet ihr es lustig, nicht lustig. Dass die MSP-Sandy sich einen Freund sucht oder so. Dann könnten wir heiraten. Bitte Geschenke vor YouTube öffnen. Haha, wenn es okay ist. Natürlich ist es okay. Und oh mein Gott, das ist so süß. Magical Pony Princess. Ich flippe aus. Ich gucke mir auch später nochmal die Geschenke an, wer mir alles so Geschenke geschickt hat. Und ich versuche immer, euch immer wieder Geschenke, nicht Geschenke zu geben, sondern Autogramme zu geben. Wow, vielen herzlichen Dank, ihr Süßen, ihr seid die allerbesten New Year Starlet. Vielen herzlichen Dank, ihr seid der absolute Wahnsinn. Und ja, wir waren bei den Battle-E-Mails gerade, glaube ich, oder? Und das finde ich so furchtbar anstrengend, weil ich schreibe euch wirklich gerne zurück und ich habe wirklich... Das sind die Retro-Haare, oder? Seid ihr von Sinnen? Ihr seid so verrückt! Ihr seid so verrückt! Oh mein Gott! Hört auf, mir solche schönen Geschenke zu machen! Ich muss die ganze meine Story unterbrechen! Wie alt bist du? Ich bin 36. Im wahren Leben. Meistens bin ich aber 5 Jahre alt, weil ich mich immer wahnsinnig freuen kann. Ihr seid von Sinnen! Oh mein Gott! Shades of Diamond war es wieder, oder? Du bist unglaublich! Vielen herzlichen Dank! Oh mein Gott, wie viele Geschenke hast du mir denn bitte gemacht? Gold Dress. Ich flippe komplett aus. Chick Dress. Was? Nein. Du kannst mir doch nicht deine ganzen wunderschönen Sachen schenken, Yumiko. Oh mein Gott. Ich kann das leider nicht wegklicken. Wow, ich danke dir vielmals für die unglaublich vielen Geschenke. Und ja, Leute, ich, kann euch nur sagen, bitte hört auf, die ganze Zeit mich zu fragen, ob ich euch irgendwas schenke, weil ich finde es echt super anstrengend, weil letztendlich ist es auch für mich einfach auch anstrengend. Wisst ihr, schreibt mir doch einfach, stellt mir Fragen oder ratscht mit mir oder ich weiß nicht, bedankt euch oder nicht oder irgendwas, aber diese ganzen Battle-E-Mails ist einfach wow, hoffe es gefällt dir, mir gefällt es, Wahnsinn, Poppy Feeny, wunderschöne Haare, oh mein Gott. Und ja, das wäre sehr, sehr super. Die andere Geschichte, die ich habe, ist zum Beispiel, wenn ich sage, du, ich kann dir nicht schenken, ich habe selber kein Geld, dann kommen so Informationen, wie du lügst. Und dann, wo ich mir denke, wie alt bist du denn, 5 oder was? Ich kann, Leute, es wird nie im Leben irgendein normales Video geben, weil ihr schenkt mir immer so krasse Sachen, wo ich mir dann denke, bitte was? Oh mein Gott, das ist der Oberhammer, ein Drip Cap. Ihr seid, ihr spinnt. Wer war's denn? Lisa Pearl Stream, ich danke dir recht herzlich. Vielleicht habe ich gerade schon wieder ein Autogramm. Dann gebe ich dir gleich mal eins. Ja, es waren schon wieder 2 Minuten. Ich danke dir für... What? Was? Du hast mir ein Drip Cap und Drip Shorts geschenkt? Oh mein Gott! Du bist wahnsinnig, Lisa Pearl Stream. Vielen herzlichen Dank. Das ist... Oh. Was? Du hast mir ein Drip Cap, ein Drip Top und ein Drip Short geschenkt? Lisa! What? Das ist unglaublich. Ich danke dir von Herzen. Das ist unglaublich.
Ich kann dir gar nicht genug danken, liebe Lisa. Das ist der absolute Hammer. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du hast so viel Geld und hast jetzt nicht dein ganzes Geld für mich ausgegeben. Falls ja, dann sag mir bitte Bescheid, dann gebe ich dir die Sachen auf jeden Fall zurück, weil das ist einfach so ein krasses Geschenk. So, wir machen jetzt noch drei. Dankeschön! Wir machen jetzt noch die drei Geschenke auf und wow. Goldilocks. Die sind wunderschön. Die sind ja fast schöner wie diese Haare. Wobei die Haare schon auch sehr schön sind. Danke, danke, danke vielmals an Iseblue246. Du hattest mir geschrieben, ob ich dein Geschenk schon aufgemacht hatte. Hatte ich noch nicht gemacht. Habe ich hiermit gemacht. Ich danke dir recht herzlich für diese unglaublichen Haare. Ich versuche, Leute, dein Freund sein. Selbstverständlich. Ich liebe Freundschaften, Leute. Ich liebe Freundschaften. Ich nehme alle Freundschaften an. Falls ihr noch nicht mein Freund seid, schickt mir eine Anfrage. Ich nehme jeden Tag Freundschaftsanfragen an. Und das letzte Geschenk, das wir heute öffnen, ist von Lady Boo. Vielen herzlichen Dank für den Teddy Hat. Dann hätte ich aber gesagt, Leute, was ist für diese mega krasse Folge. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich danke euch für die unglaublichen Geschenke, Leute. Ich weiß, ne? Gebt mir doch ein Like, falls euch dieses Video gefallen hat. Denn bestimmt einige Leute finden es nicht ganz so lustig, dass ich ständig ausraste und komplett hysterisch rumschreie. Wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Servus!